Wir sehen uns auf reitschuster.de. Guten Abend zu einer Kurzanalyse der Wahl in Sachsen-Anhalt. Ist das eine Vorentscheidung für die Bundestagswahl? Wurde da über die Corona-Politik abgestimmt? Vier Fragen, vier kurze Antworten, so kurz wie ich das kann. War es eine Abstimmung über die Corona-Politik? Nein, das war es nicht. Die Wähler sind klug genug, um zu unterscheiden zwischen einer Wahl im Bund und einer Landtagswahl, wo es um Regionales geht. Und Ministerpräsident Hasselhoff war auch klug genug, sich vor der Wahl diskret zu distanzieren von Angela Merkels harter Corona-Politik, man könnte auch sagen von ihrem Corona-Fanatismus, weil er die Bundesnotbremse massiv kritisierte. Er sagte, die war unnötig. Also von daher keine Abstimmung über die Corona-Politik. So viel Klugheit muss man den Wählern zutrauen. Und sie wussten, hier geht es vor allem um ihre Region. Das bestätigen auch Analysen von Wahlforschern. Die kamen zu dem Ergebnis, dass entscheidend war, dass Ministerpräsident Hasselhoff hier als sehr kompetent wahrgenommen wird. Warum auch immer, ich kann es nicht beurteilen. Und er fährt ja auch einen positiven, einen konservativen Kurs. Er hat zum Beispiel verhindert, dass die GEZ-Gebühren automatisch erhöht werden. Vielleicht dankten ihm das manche Wähler. Die zweite Frage, war das eine Vorentscheidung für den Bund? Teilweise schon durch die erste Antwort beantwortet. Nein, regionale Bedeutung. Und was vor allem wichtig ist, im Moment ist die Situation derart unstabil. Es kann sich so viel ändern, durch Corona vor allem. Dadurch, dass wir nicht wissen, was kommt noch für ein Skandal. Dadurch, dass wir nicht wissen, wie ändert sich die Einstellung zur Corona-Politik. Vielleicht gibt es Neuigkeiten zu Impfungen, vielleicht gibt es neue Enthüllungen aus den USA. Es ist so wenig vorhersehbar wie selten vor einer Wahl. Und die 3,5 Monate, die wir jetzt haben bis zur Bundestagswahl, die sind so wie in anderen Zeiten ein Jahr in meinen Augen. Von daher keine Vorentscheidung. Und vor allem hier war es vor allem eine Personenwahl. Hasselhoff bei der Bundestagswahl tritt die CDU ohne einen Regierungsbonus an, ohne den Bonus, den Regierungschef in ihren Reihen zu haben. Dritte Frage, hat Hasselhoff Armin Laschet den Hintern gerettet? Gute Frage. Es gab tatsächlich Putschpläne in der Union von zwei Ecken, nach meinen Informationen. Markus Söder, der Alpen-Corona-Cowboy, der Wegschließer des Freistaates, der hatte gehofft, dass er doch noch eine zweite Chance bekommt, hatte offenbar schon den Dolch im Gewand und hätte die CDU heute einen großen Misserfolg eingefahren, dann hätte er wie der Phönix aus der Asche versuchen können, doch noch die Kanzlerkandidatur Armin Laschet auf den letzten Metern zu entreißen. Gleiche Pläne gab es umgekehrt bei Konservativen in der CDU, die hofften, ein mögliches Desaster dahingehend verwenden zu können, dass man doch noch Friedrich Merz durchdrückt. Ob das nun realistisch gewesen wäre, beide Szenarien, das wage ich zu bezweifeln. Von daher hat Hasselhoff vielleicht nicht Armin Laschet gerettet, aber er hat ihm eine Vollkaskoversicherung beschert. Jetzt darf er wohl ohne große Ängste vor weiteren Putschversuchen bis zur Bundestagswahl durchhalten. Der vierte Punkt für meine Verhältnisse, der wichtigste, das ist die massive Diskrepanz, die dieses Wahlergebnis gezeigt hat. Wir haben 65%, den Hochrechnungen zufolge, die für nicht-linke Parteien gestimmt haben, also eine nicht-linke Zweidrittelmehrheit beinahe. Wir haben 26%, die für die linksgrünen Parteien gestimmt haben, SPD, Grüne und Linke. Ich rede extra von linksgrün, weil mit der alten SPD das in meinen Augen nichts mehr zu tun hat. Und dieses eine Viertel der Wählerstimmen ist jetzt auf jeden Fall bei der Regierung wieder dabei und hat damit ganz entscheidenden Einfluss. Warum? Durch die Tabuisierung, durch die Spaltung der Parteienlandschaft, dadurch, dass die AfD als nicht koalitionsfähig wahrgenommen wird und gleichzeitig so stark ist, dadurch haben wir sozusagen eine linke taktische, strategische Sperrminorität. Es kann keine Regierung gebildet werden, ohne dass Linksgrün dabei ist. Das ist Folge von Angela Merkels Politik, muss man ganz klar sagen. Vor allem von Thüringen, wo
es ja eine nicht linke Regierungsbildung gab, unter einer Tolerierung, die gar nicht abgesprochen war, mit der AfD, eine Minderheitsregierung, nicht links. Und das hat Angela Merkel dann verhindert und sie hat damit eigentlich die eigene Partei um die einzige Regierungsperspektive gebracht, die ohne linke Beteiligung möglich gewesen wäre. Also fester kann man die CDU gar nicht auf diesen Linkskurs bringen. Egal, wo man nun selber steht, ob links der Mitte, rechts der Mitte, ganz in der Mitte, konservativ, progressiv, dadurch ist natürlich eine Verzerrung des Wählerwillens da und vor allem ist die politische Konkurrenz massivst beeinträchtigt. Denn wenn zwei Drittel nicht linke Politik wollen und dann doch linke Politik, linksgrüne Politik zumindest teilweise bekommen, dann führt das zu noch mehr Frustration, dann führt das dazu, dass die AfD noch stärker wird. Und da wird genau das erreicht, was man angeblich vorgibt, nicht zu wollen. Und meine These ist ja immer, dass Angela Merkel und der Flügel bzw. der rechte Flügel der AfD sich brauchen wie kommunizierende Röhren. Was wäre Angela Merkel ohne dieses abschreckende Beispiel, ohne immer sagen zu können, wir müssen allem den Kampf gegen rechts vorziehen und umgekehrt, was wären die Leute um Höcke, wenn sie nicht diesen massiven Druck und diese Diabolisierung von der anderen Seite haben könnten. Also die brauchen sich, die sind aufeinander angewiesen und die Gemäßigten in meinen Augen bleiben dabei auf der Strecke und es gibt eine massive Verzerrung im politischen Bereich, die längerfristig sehr gefährlich für die Demokratie ist. Das also meine Kurzanalyse zu Sachsen-Anhalt und ich will sie nicht gehen lassen, ohne Ihnen noch zwei kurze, mehr oder weniger kurze Szenen aus der Berliner Runde einzuspielen. Die war heute in meinen Augen ein Klimatribunal, das Gegenteil von klimaneutral. Die Tina Hassel, Kritiker halten sie für sehr grün angehaucht, die will auch CDF-Intendantin werden. Und die hat heute in der ersten Szene die AfD ins Kreuzverhör genommen, wie ein Inquisitor in den Hexenprozessen die potenziellen Hexen und auch die anderen Parteien, die nicht linken, ist sie da angegangen. Für mich ein Beispiel dafür, wie Journalismus nicht aussehen sollte, schauen Sie sich die erste Szene an. Die AfD haben wir natürlich auch ins Programm geguckt und wollen auch Sie, Herr Baumann, wieder in die Runde mit reinbringen. Die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel und sie fordert, den deutschen Klimaplan zu zerreißen. Sie warnt vor allem dann auch vor einer angeblich internationalen Klimadiktatur und einer Corona-Diktatur. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Diktatur-Sorge wirklich durchdringen bei den Menschen? Also das ist eine sehr deutsche Debatte. Die gibt es sonst nirgendwo so auf der Welt. Das muss man als erstes mal festhalten. Hier ist eine Art von Klimahysterie entstanden. Was sofort klar wird, wenn man sich nur ganz kurz nachguckt. Der größte Teil des CO2-Ausstoßes ist sozusagen natürlich bedingt. Der menschengemachte CO2-Ausstoß ist weit geringer. Und der deutsche Anteil an dem menschengemachten beträgt 2% und weniger. Selbst wenn sich alle Deutschen, und da lacht ja die ganze Welt, wenn sich alle 80 Millionen Deutschen umbringen würden und kein CO2 mehr ausstoßen würden, würde das Klima nach allen Rechnungen, Klimarat und Co. 0,00016% sich verändert, hat sogar ein CDU-Abgeordneter in letzter Woche veröffentlicht. Herr Baumann, wir haben hier alle Voodoo-Rechnungen da, bei aller Liebe. Sogar der CDU, wo der Zukunftsmarkt ist. Und wir wollen das zu einem Zukunftsthema machen und Arbeitsplätze sichern. In China gibt es jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. China steuert doch gerade um. In China gibt es jeden Monat. Jetzt bin ich doch dran. Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Herr Baumann war lange nicht dran, aber ich würde noch mal sagen, wir müssen ja über das reden, was ist. Nämlich wir haben ein Bundesverfassungsurteil, was fordert strenge, klare Klimaziele. Und ich frage, ich habe aus Ihrem, also aus dem AfD-Programm vorgelesen und da, zum Klimaschutz. Und da steht sogar im Wahlprogramm Klimawandel positiv begegnen. Warmziele seien immer schon Blütezeiten der Menschheit gewesen. Also ist das die Antwort? Dass es immer einen Klimawandel gegeben hat, dass da, wo wir jetzt sitzen, mal Eisdecken waren von Kilometern und eine Eiszeit. Das aber ist doch mal, keine ist das Frage. Die Antwort auf die Diskussion? Die Antwort das ist auf die Diskussion, dass wir im Moment die deutsche Industrie abwürgen, um zu versuchen, das Welt
Klima auf deutschem Boden zu retten, die deutsche Autoindustrie abriegeln, unsere Kohlekraftwerke abschalten, unsere Atomkraftwerke abschalten. In China wird jede Woche ein neues Kohlekraftwerk zugeschaltet, ohne die tollen Filter, die wir haben, und ein neues Atomkraftwerk ohne die Sicherheitsstandards, die wir haben. Das ist ein Wahnwitz. Hier hat sich die Diskussion verengt, wie überhaupt das ganze Meinungsklima sich verändert hat. Auch hier am Tisch sehen wir das ja sozusagen, sind alle einer Meinung. Es ist ja nicht von Zufall. Es ist ja kein Zufall, dass 78% der Menschen sagen, dass 78% der Menschen sagen, nach einer Allensbach-Umfrage, man kann in Deutschland nicht mehr offen seine Meinung sagen. Man muss Angst haben, seine Meinung zu sagen, und zwar, wenn es um Themen geht wie Migration oder Klima oder Gender und alle solche Sachen. Man kann die Meinung nicht sagen. Man verliert nur den Job danach. Man hat soziale Nachteile. Und auf diese Diskussion, die ist wirklich... Sie haben das doch gesehen im WDR-Rundfunkrat. Ich habe gar nichts gesehen im WDR-Rundfunkrat. Da wurde sofort von den 53 Schauspielern, wurde einer sofort vom Ermahnt vom Rundfunkrat. Lassen Sie uns doch über Inhalte reden. Und ich würde jetzt gerne an Herrn Blume, denn der war auch länger nicht in der Runde. Dann die zweite Szene, bemerkenswert. Da versucht Karin Göring-Eckardt, die bei der FDJ, der SED-Nachwuchsorganisation, Funktionärin war, nicht Karteileiter, das waren viele Funktionärinnen, Sekretärin für Agitation und Propaganda. Das hat man heute wieder gemerkt, denn sie hat doch tatsächlich versucht, diese ganzen Fehlleistungen von Baerbock umzudrehen, dahingehend, dass sie sagt, das ist alles frauenfeindlich. Also phänomenal, schauen Sie es an. Wir würden jetzt zu Ihnen nochmal kommen, jetzt zu den Grünen, Frau Katrin Göring-Eckardt. Ihre Partei ist unter Druck, nachdem der Start ja ziemlich gut funktioniert hatte. Ist es jetzt so, dass sich erste Fehler einschleichen, die nicht angegebenen Zahlungen jetzt am Wochenende, das muss man ja dann auch erwähnen, nochmal Diskussion um Ungenauigkeiten mögliche im Lebenslauf von Frau Baerbock und die heftige Debatte um den Benzinpreis, der Ihrer Partei im Moment zumindest auf die Füße zu fallen scheint. Verdribbeln Sie gerade einen guten Start? Nein, das glaube ich nicht. Ich fange mal mit dem zweiten an, mit der Frage, was ist mit der CO2-Steuer, was ist mit dem Benzinpreis? Das ist ja nichts anderes als das, was die Große Koalition beschlossen hat. Ich finde übrigens richtigerweise beschlossen hat, weil wir werden die Klimakrise bewältigen müssen. Das Verfassungsgerichtsurteil historisch hat uns das in der deutschen Politik aufgegeben. Der Unterschied ist, dass wir sagen, wir machen das mit einem sozialen Ausgleich, sodass die mit dem kleinen Portemonnaie tatsächlich am Ende mehr auf dem Konto haben. Wer der Meinung ist, mit 2,5 Tonnen Auto in die Stadt fahren zu müssen und sich das leisten kann, der oder die wird wahrscheinlich draufzahlen müssen mit einer großen Wohnung etc. pp. Die können sich das leisten. Die Leute mit dem kleinen Portemonnaie, sozialer Ausgleich, die werden eine Erleichterung bekommen. Das unterscheidet uns, weil bisher hat die Große Koalition nur gesagt, wir sind mal unterwegs und erhöhen den CO2-Preis übrigens um exakt den Betrag. Das andere ist, Sie haben es angesprochen, was ist mit den Vorwürfen, insbesondere an Annalena Baerbock. Dazu will ich eine Sache sagen. Natürlich muss alles klar sein und es ist auch gut, dass Leute recherchieren und man dann sagt, was war wann. Aber wenn ich mir anschaue, wie auf die einzige Frau im Rennen gerade draufgehauen wird, die Vorwürfe weit unter der Gürtellinie auf eine Frau gezogen werden, dann finde ich das nicht nur absurd und unterirdisch, sondern das entmutigt viele andere Frauen auch, überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielen zu wollen. Inzwischen melden sich massiv viele Frauen aus anderen Parteien, manche sogar öffentlich, wie aus der SPD beispielsweise, mehrere, die sagen, wir wollen nicht, dass so mit Spitzenfrauen in der Politik umgegangen wird. Und das ganz klar und eindeutig, wenn man einen fairen Wahlkampf machen will, dann muss man dem standhalten. Und ich sage es ausdrücklich an Herrn Ziemiak, Herr Maaßen hat sich an dieser Stelle mit einem Tweet beteiligt, wo ich nur sagen kann, wenn die Brandmauer steht, dann müssen Sie, Herr Ziemiak, heute hier erklären, erstens, da geht bestimmt niemand von der Bundesspitze in den Wahlkampf in diese Region Suhl. Vielleicht müssen wir einmal übersetzen, was der Tweet ist, sonst wissen unsere Zuhörer und Zuschauer überhaupt nicht, worüber wir reden. Und dann lassen wir das Thema, dann antwortet entweder für die Union, in dem Fall für die CDU, jetzt Herr Ziemiak kurz und dann kommen wir weiter zu den Inhalten. Genau, die zweite Frage ist, denn Herr Maaßen am Ende auch Teil der Fraktion und was steht in diesem Tweet? Da sind die Kürzel aus Annalena Baerbocks Vornamen genommen und dann geht es darum,
ob sie mit diesen Kürzeln, ob das ein Zeichen dafür ist, die wirklich größte Verschwörungstheorie, die man sich vorstellen kann, dass das englische All Cops Are Bastards damit in Zusammenhang steht. So, und wenn man so einen Verschwörungstheoretiker, Praktiker im Wahlkampf hat, unterstützt und ihm dann Teil der Fraktion sein lässt, dann steht die Brandmauer gegen rechts jedenfalls nicht. Kurz dazu. Also dieser Tweet ist unmöglich, unsäglich. Das ist auch nicht unser Niveau, nicht mein Niveau. Und das andere, was Sie angesprochen haben, Frau Göring-Eckardt, sind die Ungereimtheiten beim Lebenslauf von Frau Baerbock. Das haben Journalistinnen und Journalisten enthüllt und recherchiert. Damit haben wir nichts zu tun. Ich verstehe, wenn Sie auf den Lebenslauf angesprochen werden oder die Frage der Steigerung der Benzinpreise. Sie haben gerade auch gefordert, dass Wohnungen, große Wohnungen teurer werden sollen, dass Sie dann versuchen, auf Herrn Maaßen zu lenken. Das verstehe ich, weil das geschickt ist. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen sollten wir darüber sprechen, dass man die Dinge gut auseinanderhält. Aber ich fand den Punkt schon entscheidend. Ich möchte es noch anfügen. Sie haben vorhin gesagt, oder einen unfairen Wahlkampf beklagt, aber Frau Göring-Eckardt, Sie werden doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Frage, ob man alles in seinem Lebenslauf korrekt angegeben hat oder dass man die Nebeneinkünfte ordnungsgemäß gemeldet hat, dass das eine Frage von Mann oder Frau ist. Da würde ich doch wirklich dringend darum bitten, dass da für alle dieselben Maßstäbe gelten. Sehr so. Gerne, aber das, was ich angesprochen jetzt habe... Jetzt reden wir. Ja, und interessant, wie das Ganze funktioniert. Dieser Ziemiak, der in meinen Augen eher schwache CDU-Generalsekretär, der geht sofort in diese Verteidigungshaltung nach dem Motto, der schlägt seine Frau und mache ich doch selten, obwohl er es gar nicht macht. Und ist hier völlig überfordert. Markus Blume hat die Situation dann doch noch gerettet in letzter Sekunde. So, das war's für heute. Schauen Sie wieder rein, lasst den Abo da. Schauen Sie auf meine Seite. Alles Gute, danke, ciao. Ja, einen hätte ich noch, und zwar Annalena Baerbock, neues Video, wird sie gefragt vom ZDF-Leuten, würden sie Klimaschutzarbeitsplätzen vorziehen? Da sagt sie ja, mir einen Leser geschickt, habe ich recherchiert, völliges Fake. Also bösartige Manipulation, so zusammengeschnitten. Die Antwort von ihr ist, kann man drüber streiten, aber nicht so. Wer macht so etwas? Und wenn man jetzt nicht von Moskau verdorben ist, wie ich, wenn man jetzt das aus rein westlicher Perspektive sich ansieht, dann ist es hundertprozentig klar, dass irgendwelche bösen Menschen die Baerbock etwas Böses tun wollen. Wenn man aber jetzt das Handbuch von FDJ, Stasi, KGB anschaut oder diese Denkschule, dann ist es deren Methode, so etwas zu machen, um dann zu sagen, schaut her, so böse wird die attackiert, so böse sind die Kritiker, was die alles machen, um die zu kritisieren. Und man würde damit echte Kritik unseriös machen und diskreditieren. Ich sage überhaupt nicht, dass das so ist. Wahrscheinlicher ist, dass es wirklich irgendein Idiot war, anders kann ich es nicht sagen, der hier Baerbock etwas Böses machen wollte. Aber auch diese zweite Variante, auszuschließen ist sie nicht. Aus Moskau kenne ich das, und wenn ich anschaue, wie viel Moskau Déjà-vu ich hier erlebe, also wie viel mich da erinnert an diese Methoden aus Russland, die von KGB, Stasi, Kommunistischer Partei und dergleichen geprägt sind, würde mich heute gar nichts mehr wundern. Das war's für heute. Alles Gute. Wieder reinschauen, abonnieren, Glocke anmachen. Danke, dass Sie dabei waren. Ciao. Ja, und etwas habe ich doch noch vergessen. Ganz bemerkenswert. Wir leben in Zeiten der Corona-Krise. Millionen Menschen sind massiv eingeschränkt. Und das spielt in dieser Berliner Runde in meinen Augen so gut wie keine Rolle. Bis auf die Maskenskandale wird nicht darüber geredet, wie man da herauskommt. Dafür retten wir das Klima. Eine Akzentsetzung, die ich bemerkenswert finde. Ja, und ein anständiges Backstage haben wir heute auch nicht. Da ist wieder nichts richtig schief gegangen. Außer, dass ich an die Kamera komme und die verwackle, und zu einem Witz ist mir auch nicht zumute. Deshalb heute erstens mal der Hinweis, wenn ich vielleicht etwas lediert aussehe. Ich konnte endlich mal wieder schwimmen, zum ersten Mal in diesem Jahr in Deutschland, im Olympiastadion hier traumhaft, zum ersten Mal ohne Test. Und vielleicht deshalb entweder lediert, entweder K.O., aber es ist in Wirklichkeit ein Glücksgefühl. Und Witz fällt mir trotzdem nicht ein, aber einen Stalin-Spruch. Stalins Aussage hieß einmal, es ist nicht wichtig, wer bei Wahlen wie wählt, wie abstimmt, es ist wichtig, wer die Wahlen zählt. So, und jetzt bitte alle, die mir jetzt Vorwürfe machen, die haben sich selber bei sündigen Gedanken ertappt. Ich habe das überhaupt nicht in Zusammenhang mit irgendetwas hier gestellt. Das waren Sie, wenn Sie diese Gedanken haben.
Ich möchte nur sagen, ich hoffe, dass wir in Deutschland nie mehr in die Lage kommen, wo so etwas passieren könnte. Jetzt aber bin ich wirklich weg. Alles Gute, danke, ciao.